muss versuchen, das Gedankenkarussell zu stoppen. Das ist eine gute Entscheidung. Viel Glück. Ich habe deinen Blick gesehen. So deutlich? Mhm. Ja, du weißt, ich verlieb mich immer in die Falschen. Strandperlenbesitzer David Wagner behauptet, Leopard zu sehen und löst in Lüneburg Polizei Großeinsatz aus. Das entpuppt sich als Fake News. Macht der Gastronom etwa Werbung für sein Bistro auf Kosten der Steuerzahler? Wir finden, das geht gar nicht. Daumen runter für die Strandperle. Ich weiß, das war schwer für dich. Nach allem, was zwischen uns war. Das ist jetzt nicht wahr, oder? By the sun, and it's in my eyes, and it's in my eyes. Caught by the rapture of the dawn, and a restless sky, and a restless sky. This is my life. Natürlich! Ey, Dr. Jäger, wie konnte ich so blind sein? Jetzt sollten wir uns erstmal alle beruhigen. Hey, Sie halten sich da jetzt mal raus. Von wegen, ich kenne den Typen nicht. Jürdis, du hast mich belogen. Mo, es tut mir leid, aber glaub mir, da ist nichts mehr zwischen uns. Ihr seht euch jeden Tag! Ist das Ihre Masche? Auf wohltätig tun und Krankenschwestern abschleppen? Hey, hä? Wir arbeiten zusammen und Behandlung ohne Grenzen war allein meine Idee. Denkst du, ich bin doof oder was? Mo, bitte hör auf! Ich hab gar nicht angefangen. Hey, und ich hab dich unterstützt, Jürdis! Jetzt weiß er es wenigstens. Nicht hilfreich, Klaas. Nicht hilfreich. Frau Kilitsch und Dr. Jäger wissen Bescheid. Sie sind sicherlich gleich hier. Ich kann Ihnen gerne schon mal ein bisschen was über Behandlung ohne Grenzen erzählen. Checken Sie bitte, ob das Licht im großen Saal aus ist und dann schließen Sie ab. Ja, bleib bitte. Danke. Ich weiß jetzt, wer es war. Ihr Chef. Die ganze Zeit vor meinen Augen. Frau Kilitsch, warte. Jördes. Ich muss zu. Jördes, ihr hört dir jetzt sowieso nicht zu. Frau Kilitsch, Dr. Jäger, wir müssen jetzt bitte. Tolle Initiative, super Stück und eine einzigartige Chemie zwischen Ihnen beiden. Sind Sie im Privaten auch ein Paar? Nein, unsere Beziehung ist rein beruflich. Das sind doch Stammgäste, die müssen es doch besser wissen. Keine Ahnung, ich verlange auf jeden Fall eine Gegendarstellung in der NOZ. Und vielleicht hängen wir auch ein Schild in der Strandperle aus, das alles erklärt. Ich muss das erstmal sagen lassen, Franzi, tut mir leid. Ja. Mich dich auch. Ciao. Ach. Das klang jetzt nicht so gut. Nein, das Ganze schlägt riesige Wellen. Jetzt wollen schon einige unserer Stammgäste nicht mehr kommen, weil sie die Sache mit dem Leoparden geschmacklos finden. Ach, 2-3 Tage, dann hat sich das alles beruhigt. Das sagst du die ganze Zeit, aber es wird immer schlimmer. Hier. Neuer Kommentar. Für ein paar kostenlose Likes hat der Wirt der Strandperle riskiert, dass das Stadtfest in Lüneburg abgesagt wird. Der Kommentar hat 79 Likes. Ja gut, aber sowas sollte man nie zu ernst nehmen. Simon, es geht hier um meine Existenz. Die Wintersaison ist die schwächste. Wenn ich jetzt Umsatz einbüße, dann kann ich den Laden dicht machen. Findest du nicht, dass du jetzt gerade ein bisschen übertreibst? Nein, ein Shitstorm kann so einen kleinen Laden wie meinen im 0,nichts platt machen. Okay, ja, das verstehe ich total. Und es tut mir auch leid für dich. Aber was willst du machen? Du musst das Ganze jetzt aussitzen. Ich muss das aussitzen? Ja, du musst das aussitzen. Nein, du musst zur Polizei gehen und denen die Sache mit den Pilzen erklären. Das hatten wir doch schon. Ich will das nicht. Simon. Ich will das wirklich nicht. Nein, das wird die ganze Sache auch nur unnötig aufblasen. Aber dann wüssten alle, dass das keine bescheuerte Werbeaktion von mir war. Ja, genau, weil dann alle wüssten, dass das eine bescheuerte Drogenaktion war. David, wirklich, das verselbstständigt sich doch sofort. 2-3 Tage. Dann hat sich das erledigt. Simon.
Ich habe Mitarbeiter. Die Leute verlieren ihren Job. Also, das Essen wäre jetzt fertig. Willst du den Tisch decken, dann reibe ich Käse. Nein, danke. Ich habe keinen Hunger mehr. Wann hast du eigentlich angefangen zu reiten? Bei meinen Großeltern auf Korfu. Ich dachte, die hätten kein Geld. Deswegen hatten sie ja zwei Pferde und keinen Traktor. Aber in den 90ern, als wir uns kannten, bist du nicht geritten. Nein, da hatte ich andere Dinge um die Ohren. Aber du warst wunderschön. Sehr cool. Oh Gott, lass uns über was anderes reden, sonst fühle ich mich total alt. Ich hab Hunger. Sollen wir uns nicht was hochbringen lassen? Oh ja, der Zander ist total lecker. Ich dachte eher an irgendwas Schlimmes. Im Carlas gibt es nichts Schlimmes. Nein, den Heideburger mit Süßkartoffelpommes und extra Mayo. Sehr gute Wahl. Oh, die Spedition hat für Mike ganz spontan am Donnerstag einen Platz im Flieger frei. Muss ich mir jetzt wohl auch ein Ticket buchen. Frau Kilic. Ja, kommen Sie rein. Entschuldigen Sie die späte Störung, aber ich wollte zu meinem Mann. Mo ist nicht hier. Ich habe ihn gebeten, sich für ein paar Tage eine andere Unterkunft zu suchen. Ich bekomme Besuch. Verstehe. Ja, und eigentlich müsste er jetzt im Hotel sein. Er hat heute Nachtdienst. Ich müsste wirklich dringend mit ihm sprechen. Wenn ich ihn im Hotel nicht anfinde, können Sie mir vielleicht sagen, wo er untergekommen ist? Nein. Und ehrlich gesagt will ich das auch gar nicht wissen. Und überhaupt fände ich es schön, wenn ich nicht ständig in Ihr Ehedrama mit reingezogen werde. Entschuldigung, Sie haben natürlich recht. Ich gehe jetzt ins Hotel und lasse Sie... Tut mir leid. Ich habe einfach einen stressigen Tag. Alles gut. Wenn ich Ihnen Rat geben darf... Ich kenne Ihren Mann noch nicht lange, aber wenn Mo nicht reden will, dann wird er vermutlich nicht reden. Sie kennen Mo schon ziemlich gut. Lassen Sie ihm Zeit. Ooh.
schon wieder Hunger. Sollen wir nicht doch was Kleines frühstücken gehen? Ich habe leider keine Zeit. Tut mir leid, ich würde gerne, aber... Oh, komm, schnell Kaffee und einen von euren leckeren Croissants. Ich habe in 7 Minuten eine Besprechung für ein großes Catering außer Haus am Wochenende. Ich kann nicht. Ja, okay, es wird zu knapp. Aber kommst du nachher raus aufs Gut? Ich habe einige Termine, also... Aber natürlich werde ich versuchen, aufs Gut zu kommen, um zu sehen, was ihr da gezaubert habt. Das sehen wir uns ja kaum. Noch in den nächsten Tagen habe ich viel um die Ohren, also... Ja, ich eigentlich auch. Orga-Kram für Mike, Dokumente vom Tierarzt, Besprechungen mit Lieferanten von Bierkrügen und Lebkuchenherzen. Lebkuchenherzen? Ja. Wofür brauchst du Lebkuchenherzen? Ich bin einfach der Renner auf meinem Oktoberfest. Weißt du was? Ich sag jetzt meiner Sous-Chefin Bescheid, dass sie die Besprechung einfach schon mal anfangen soll. Und wir beide trinken jetzt einen Kaffee und besprechen wie die nächsten Tage aus. Sehr gut. Da ist jemand persönlich zur Polizei gegangen? Nicht, dass ich wüsste. Ja, ja, vielen Dank fürs Bescheid geben. Hm? Wiederhören. War das Ganze jetzt ein Prank? Nein, das Ganze war kein Prank. Entschuldige. Wie geht's deinen Rippen? Wird langsam. Ich leg mich wieder hin. Mach das. Das war mein Anwalt aus Rostock. Die Polizei war bei Franzi. Gegen mich wird ermittelt. Wegen des Fotos? Ja, die Polizei glaubt sehr wohl, dass es ein Prank war und unterstellt mir Schleichwerbung. Was? Das können die doch aber nicht ernst meinen. Ich meine, bei welchem Gericht soll sowas durchgehen? Simon, du hast keine Ahnung, wie viele Influencer jeden Tag von irgendeinem Gericht für so einen Prank verurteilt werden. Erst recht, wenn die Polizei oder Feuerwehr ausrücken muss. Echt? Ja. Also bitte. Bitte, bitte, geh zur Polizei und erklär ihnen das alles. Sag ihnen, du hast wegen deiner Krankheit mit diesen Substanzen rumexperimentiert. Nein, das kann ich nicht. Was ist, wenn ich wegen des ganzen Stresses wieder einen Schub bekomme, hä? Bitte. Es geht hier um alles, was ich mir aufgebaut habe. Ja, und bei mir geht es um meine Gesundheit. Zählt die gar nicht? Simon, du hast mir das eingebrockt. Also steh auch dafür gerade. Okay, weißt du was? Diese Geldstrafe, die würde ich zahlen. Mach ich. Das ist besser für meine Gesundheit als dieses ganze Gehassel mit diesem illegalen Drogenkonsum. Und meinen ruinierten Ruf, den bezahlst du auch einfach so? Du willst es nicht verstehen, oder? Ich bin krank, Mann. Wie auch immer, wir müssen zum Gut. Pony reiten. Wir beide. Jetzt zusammen zum Gut. Ja. Ja, auf gar keinen Fall. Ernsthaft? Lilly, gib mal ein bisschen Gas, bitte. Mach doch nicht so einen Alarm. Oh, dieser Schall muss dringend mal gewaschen werden. Weißt du mal, was Regenbogen bedeutet? Ja, der Regenbogen steht für Toleranz. Akzeptanz von Menschen, die sich nicht mit den traditionellen Rollen von Männern und Frauen identifizieren. Das hast du wahnsinnig gut gesagt. Aber der Schall muss trotzdem gewaschen werden. Gehst du mal bitte, das ist Marco. Marco? Marco? Ich bitte dich, sehe ich aus wie ein Marco? Ich bin Virginia de Fleur. Guten Morgen, Lilly. Ich wollte nicht abreisen, ohne dir vorher noch Hallo zu sagen. Du siehst aus wie eine echte Diva. Ich bin eine Diva. Ist das schön, dass du da bist. Was hat denn der Taxifahrer gesagt, der dich hergebracht hat? Ich bin zu Fuß gelaufen. Der Morgen war zu schön für eine schnöde Taxifahrt. Oh Gott. Was denn? Hast du Angst, was die Nachbarn denken? Ich habe Angst, was deine Füße denken. Ich finde super, dass du hier bist, Virginia. Ich freue mich auch. Und? Habt ihr Lust auf eine kleine Kostprobe meiner Kuh? Ja, natürlich. Mm. So. Achtung. Und. So, ihr Lieben. Jetzt stellt euch mal Folgendes vor. Ihr werdet von lieben Menschen zum Essen eingeladen. Ihr freut euch, ihr hübscht euch auf. Und dann heißt es plötzlich, nee. Da ist noch jemand anderes dabei beim Essen, der will dich nicht dabei haben. Der findet dich zu schräg. Und dann werdet ihr wieder ausgeladen. Ist das nicht furchtbar gemein? Hm? Total daneben. Ja, total daneben, ganz genau. Und was heißt das überhaupt? Schräg. Was soll denn das sein? Dächer sind schräg. Ja, Häuser können schräg sein. Bäume oder zum Beispiel auch ein Pony kann schräg sein. Und es gibt schräge Vögel. Und das ist auch gut so. Stellt euch mal vor,
alles wäre einfach nur gerade. Kinder, werdet langweilig. Wir begegnen dort immer wieder Menschen, die nicht versichert sind, aber dringend unsere Hilfe brauchen. Ein großartiges Projekt. Was besonders auffällt, ist die tolle Chemie zwischen Ihnen beiden. Sind Sie auch privat ein Paar? Nein, unsere Beziehung ist rein beruflich. Ich bin verheiratet mit einem wunderbaren Mann, der nichts mit dem Krankenhaus zu tun hat. Aber Sie haben schon recht. Joris, Frau Kelitsch und ich, wir verstehen uns sehr gut. Auf Station und auf privat. Idiot! Hey, mein Sonnenschein. Eins. Grüß deine Eltern lieb von mir. Tschüss. Ich weiß, mit wem Sie telefoniert haben. Ja, ich habe Ihr verliebtes Lächeln gesehen. Warum wollen Sie unsere Ehe zerstören? Macht Ihnen das Spaß? Herr Kelitsch, jetzt beruhigen Sie sich erstmal. Ich habe Ihre Frau seit gestern nicht mehr gesprochen. Da war sie auf dem Weg zu Ihnen. Was? Bla, bla, bla. Hören Sie auf mit dem Gequatsche. Und geben Sie es zu. Sie sind scharf auf meine Frau und baggern Sie an. Jetzt machen Sie es aber ein bisschen einfach. Zu so einem Seitensprung gehören immer zwei. Ach, wollen Sie jetzt sagen, Jördes hat Sie verführt? Ich lasse mich nicht zum Sündenbock machen für Ihre Eheprobleme. Hey, was da, was du hey, ich weiß nicht, worum es hier geht, aber ich weiß, dass eine Schlägerei nichts was klärt. Was mischen Sie sich ein? Gewalt ist keine Lösung. Lass die Finger von meiner Frau. Idioten, ey. Ohne dich wäre es eskaliert, vielen Dank. Da ging es jetzt aber schon um mehr als um einen Theaterkuss, oder? Komplizierte Geschichte. So oder so. Du hast dein Gut bei mir. Also, wenn ich dir irgendwann helfen kann. Du kannst mir tatsächlich helfen. Hast du jetzt Zeit? Ja. Ja, komm mit. Und zum Abschluss grüße ich immer alle. Männer, die Männer lieben, Frauen, die Frauen lieben, Männer, die mal eine Frau waren, Frauen, die vielleicht lieber gerne ein Mann wären, Männer, die Frauen lieben und Frauen, die Männer lieben. Denn nur die Liebe zählt. Ja, super! Danke, danke. Das war super. Ja, danke, richtig danke. Gut. Naja. Ja? Hallo. Ah, das erklärt einiges. Das war mir zu laut. Nein, draußen campen nur ein paar Teenager, die unbedingt Virginia de Fleur sehen wollen. Ich nehme an, das sind Sie? Yes. Freut mich. Ich habe Virginias Auftritt live gestreamt. Ich hatte noch nie so viele Aufrufe. Siehste, ich liebe meine Fans. Ja, und ich gehe mal runter und sag den Kids, dass sie ihre Zelte wieder abbrechen müssen. Du, wieso eigentlich? Eure Diele ist doch groß. Ist doch geradezu gemacht für ein Meet and Greet mit den Fans. Ja. Also. Ich hätte Bock. Siehste? Der Smoothie steht übrigens im Kühlschrank. Danke. Auch für das Gestrüpp. Also wenn dir die Blumen nicht gefallen, dann kann ich die auch gern wieder mitnehmen. Nein, 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 nein. Ich finde sie sehr schön. Mir wurden nur noch nie Blumen geschenkt. Dann wird's aber mal Zeit. Blumen für den Setzlingretter. Passt doch. Und? Was ist jetzt der Plan? Bett oder Sofa? Ach nee, ich wäre viel lieber auf dem Gut, um zu gucken, wie meine Suppe ankommt. Unsere Suppe. Ach Marvin, sei doch vernünftig. Du weißt doch, was die Ärzte gesagt haben. Okay, Schwester Franka. Und wenn du dich jetzt schonst, bist du umso schneller wieder fit. Dann werde ich mich nur ums Sofa, das Badezimmer und um mein Bett bewegen. Gut. Dafür musst du aufs Gut fahren und gucken, wie die Suppe ankommt. Okay, mache ich gern. Ich muss los. Ich muss zum Stadtfest. Ich habe eine wichtige Mission. Als Zwiebelsuppenspionin. Bitte auch. Bis dann. Ciao. Hey. Wer war das denn? Ein Leopard. Ey, Marvin, es ist einfach 0,0 witzig. Ich kann wirkliche Probleme deshalb bekommen. Ja, ist ja gut. Franka auf Krankenbesuch, hä? Musst du nicht eigentlich schon längst auf dem Gut sein?
David unterstützen? Wie du siehst, habe ich es mir anders überlegt. Simon, ich weiß nicht genau, was zwischen euch passiert ist, aber ich würde sagen... Nicht so schlimm, geht dich auch nichts an. Lasst eure Freundschaft daran nicht zerbrechen. David ist nach Rostock gezogen. Freundschaften entwickeln sich auseinander, ist was ganz Normales. Simon, er ist über 200 Kilometer aus Rostock nach Lüneburg gefahren, um zu sehen, wie es dir geht. Das ist nicht normal. Ich wusste gar nicht, dass du jetzt nicht nur Pflanzenretter, sondern auch noch Hobbypsychologe und Lebensberater bist. Jördis? Hey, na du? Was machst du hier? Du wolltest doch reden. Ja, will ich auch. Dann mach ich, bin gespannt. Ich wollte dir nach der Premiere alles sagen. Behauptest du jetzt? Weil es wahr ist. Hörst du, hast mich angelogen, als ich dich gefragt habe, wer der Mann ist. Wieso soll ich dir jetzt glauben? Das war falsch. Ich hätte dir gleich die ganze Wahrheit sagen können. Hast du aber nicht. Ich hatte Angst um Behandlung ohne Grenzen. Ja, ich habe einen Riesenfehler gemacht, aber ich wollte das Projekt nicht gefährden. Ach, Ausreden, Jördis. Du wolltest doch einfach nur bei diesem Typen sein. Das stimmt nicht, Mo. Das musst du mir glauben. Ich glaub dir gar nichts mehr. Mo, so geht das nicht. Ja, wie geht es denn dann? Hey, du hast mich belogen und betrogen, Jördis. Du hast gesagt, du willst reden, aber du beschimpfst mich nur. So kann ich das nicht. Ganz verstanden, was genau du jetzt mit diesem Fest zu tun hast. Na, als ich gehört habe, es gibt Ponyreiten für Kinder und sonst wird nicht viel angeboten, habe ich gedacht, da werden Möglichkeiten verschenkt. Und dann habe ich übernommen. Machst du das immer so? Was? Ein Reitevent kapert und dann das Personal quasi auf dem Salzmarkt zwangsverpflichten? Ja, im Prinzip schon. Ich sehe eine Möglichkeit, dann reagiere ich. Wie lange hast du heute Zeit? Ich muss später in die Klinik. Dann lass uns die Zeit gut nutzen. Okay. Hm. Was genau muss ich denn eigentlich machen? Das kannst du dir aussuchen. Ich brauche jemanden beim Ponyreiten, beim Getränkeausschank und am Grill. Grill. Gewinnt immer der Grill. Sehr gut. Habe ich nichts anderes erwartet. Holzkohle? Gas? Nee, Kohle. Ist ein richtig schöner, großer Profigrill. Kannst du den anfeuern? Ich verstehe die Frage nicht. Natürlich. Ich muss zu den Pferden. Ich schaff's wahrscheinlich nicht, bei dir vorbeizuschauen. Die Würstchen sind im Kühlschrank. Ja. Du hast nicht mal 5 Minuten für eine gute deutsche Bratwurst? Ich möchte lieber die Zeit mit meiner Freundin verbringen. Gut, das kann ich verstehen. Würdest du an meiner Stelle nicht alles tun, um Zeit mit der Frau zu verbringen, die du liebst? Doch, natürlich. Ich habe sogar Theater gespielt, nur um bei ihr zu sein. Das klingt für mich nach einer Geschichte, die noch nicht zu Ende ist. Meinst du? Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Fang an mit 50 Thüringern, 150 Nürnbergern. Nachschub ist im Kühlschrank und den Grill findest du selber, ja? Ja. Audi.
wenn Sie was zu essen oder zu trinken haben wollen. Hinterm Haus gibt's Würstchen und eine ganz fantastische Zwiebelsuppe. Sehr gut, wir haben auch alle Hunger. Wunderbar, dann guten Appetit und viel Spaß. Danke. Ciao. Entschuldigung. War daneben von mir. Die ganze Sache macht mir einfach Angst. Tja, wir müssen wohl beide an unserer Stressverarbeitung arbeiten, ne? Ja. Natürlich ist mir deine Gesundheit wichtig. Wie geht's dir denn gerade? Alles normal, denke ich. Wenn dir das hier zu viel wird, dann schaffe ich das irgendwie. Nein, nein, nein. Ich würde die Sache mit den Pilzen ja auch zugeben, aber es macht halt echt keinen Sinn. So, es gibt keinen Beweis. Das ist nicht mehr nachweisbar? Nee, im Blut schon nach 5-6 Stunden nicht mehr. Okay. Schon gut, schon gut. Naja, ich find's gut, dass du noch mal in dich gegangen bist. Klar, wir sind doch Freunde. Ja, sind wir. Und dieser Shitstorm ist... Ach, der kleine Shitstorm, den stehen wir doch gemeinsam durch, oder? Mhm. So, dann sieh mal zu, dass du ein paar schöne Social-Media-Posts machst. Die am besten viral gehen, denn das ist ja deine Spezialität, oder? Sehr witzig. Finde ich auch. Also, Lili musste schon wieder in die Schule. Musst du nicht auch mal los? Ich wollte noch auf Mathe. Ach so. Komm, Max, wir müssen los. Tschüss, ihr zwei. Schön, dass ihr da wart. Tschüss, Virginia. Tschüss. Tschüss, Virginia. Tschüss. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie offen und direkt Teenager sind, oder? Ja. Druckeln nicht so rum. Nicht wie die vernünftigen Erwachsenen. Stellen gute Fragen. Mhm. Schade, dass nicht alle dabei sein konnten. Aber gut, dass Lilly so dran geblieben ist. So konnte ich immerhin noch bei ein paar Kids für Toleranz werben. Stimmt. Auftrittsverbot. Entschuldigung. Berger? Ja, worum geht's denn? Ja, natürlich kann ich kommen. Bis dann, tschüss. Das war die Schulleitung. Sie haben von deinem Auftritt mitbekommen und jetzt werde ich ja zitiert. Nee. Oh, das tut mir leid, wenn du jetzt wegen mir Ärger bekommst. Wofür soll ich Ärger bekommen? Dafür, dass ich einem befreundeten Künstler den Auftritt bei mir zu Hause ermögliche? Oder dafür, dass Lilis Freunde unbedingt zugucken wollten? So kenne ich die Britta von früher. Ich muss unbedingt noch mal mit denen sprechen. Es war einfach nicht richtig, deinen Auftritt abzusagen, nur weil ein paar Eltern dagegen sind. Mit solchen Menschen wird man sich immer wieder auseinandersetzen müssen. Ja, eben. Auseinandersetzen. Es hätte eine Lösung gegeben, die für alle gut ist. Na? Zurück gehst du nicht zu Fuß, hm? Ey! Oh, sind ja kaum noch Würstchen, deinem Mann im Grill scheint ein Talent zu sein. Ja, sowas sehe ich eben sofort. Ich will gar nicht lang stören. Könnte ich bitte die letzten Würstchen auch noch haben? Dr. Jäger, Sie sind am Grill? Gleich, liebe Barbecue. Okay, wie haben Sie es denn geschafft, so viele Würstchen in so kurzer Zeit unter die Leute zu bringen? Ich habe ein bisschen am Musikkonzept geschraubt. Die Anregung dazu kam übrigens hier von Ihrem Freund. Country? Klar, dann denkt man doch sofort an Lagerfeuer. Barbecue. Das passt doch auch viel besser als die aktuellen Charts. Sag ja, guter Mann. Aber so langsam könnte ich was zu trinken vertragen. Hat Ihnen Michael noch keine Pause gegönnt? Natürlich nicht. Michael, du holst ihm was zu trinken, ich grille weiter und Sie machen Pause. Yes, ma'am. Und wo und wann sehen wir uns wieder? Wenn ich alle Würstchen gegrillt habe, dann bin ich beim Ponyreiten. Ihr seid schon echt ein starkes Team. Und zwar in jeder Hinsicht. Es ist nur blöd, dass ich erst jetzt drauf komme. Na komm, wir wollen uns was zu trinken. Zum Hotel. Herr Fleckenschild wollte die Zahlen von dem Portal haben und dafür brauche ich Ruhe, deshalb sitze ich zu Hause. Alles klar, ich bin wieder weg. Brauchst du noch was von deinen Sachen? Nee, ich wollte eigentlich nur einen Moment allein sein und meine Gedanken sortieren. Da wusste ich aber noch nicht, dass du hier arbeitest. Okay, komm, setz dich. Ich hole dir einen Kaffee. Nein, ich will gar nicht... Komm, hör auf. Setz dich einfach.
Siehst schlimm aus. Ja. So fühle ich mich auch. Ja, Jördis. Mir bricht gerade alles weg. Sie hat mich betrogen und dann... Weißt du, sie hat mich die ganze Zeit angelogen. Ist alles recht, sauer und verletzt zu sein. Aber wenn man ehrlich ist, hat sich die Krise schon eine ganze Weile angekündigt. Was meinst du damit? Überleg mal, warum du angefangen hast zu trainieren. Ja, Jördis war unzufrieden. Aber es ist doch noch immer kein Grund, fremd zu gehen. Das nicht, aber vielleicht ist es hilfreich zu gucken, was dein Anteil daran ist. Ja, wie meinst du das? Willst du jetzt sagen, ich bin schuld daran? Nein, aber ich versuche dir klarzumachen, dass du eine Entscheidung treffen musst. Entweder kämpfst du für deine Ehe oder du trennst dich. Na, klare Ansage. Und wahrscheinlich hast du recht. Willst du den Schlüssel eigentlich wieder haben? Nee. Bist ja jederzeit willkommen. Bist du mein Freund. kannst auch jetzt noch bleiben, wenn du willst. Ich muss nur zurück an die Arbeit. Danke. Aber ich glaube, ich gehe eine Runde laufen und versuche mir einen Plan zu machen. Klingt gut. Vielen Dank, Julius. Ich hätte gerne einen Kaffee, bitte. Ja, sehr gern. Britta! Ach, ich setze mich darüber. Ja. Ach, schön, dass Sie da sind. Na, Frau Jansen. Ach, dann kann ich Ihnen gleich sagen, wie ausgezeichnet mir dieser Travestie-Künstler gefallen hat. Oh, Sie haben den Auftritt mitbekommen? Ja. Mich hat die Urenkelin meiner Bridge-Freundin Clara Overbeck angepinkt, weil sie weiß, dass ich mich besonders für alles Außergewöhnliche interessiere. Mit den neuen Medien kennen Sie sich auf jeden Fall besser aus als ich mich. Oh, ich bitte Sie. Aber wissen Sie, die Travestie ist eine so große, uralte Kunst. Ja. Und es freut mich von Herzen, dass die Jungen sich dafür interessieren. Und ich wäre so gerne mit dabei gewesen. Hat sich leider spontan ergeben. Dankeschön. Aber die Kinder haben ganz tolle Fragen gestellt. Ja? Ja. Und viele Eltern haben Angst, dass eine solche Begegnung die sexuellen Vorlieben der Kinder auf den Kopf stellen kann. So ein Blödsinn. Ja. Also wirklich. Sie wollen die heterosexuelle Familie. Denn etwas anderes darf es nicht geben. Genau. Und trotzdem habe ich mir einen Rüffel abgeholt von der Schulleitung. Wieso? Wegen Lilly Strin? Die Eltern, die den Auftritt von Virginia de Fleur nicht wollten, die protestieren jetzt laut. Ach. Aber wenn man immer allen nachgibt, dann verändert sich ja nichts. Sehr richtig. Und zur Not lege ich einfach den Posten der Elternvertretung nieder. Ja gut, bravo, ausgezeichnet. Na, du siehst ja schon aus wie ein richtiges Cowgirl. Fehlen nur noch die Rinder, die du mit dem Lasso einfangen kannst. Weißt du, die echten Cowboys, die waren damals monatelang mit den Rindern unterwegs. In der Zeit haben sie die Kühe vor Banditen und wilden Tieren beschützt. Und sie hatten manchmal monatelang die gleichen Klamotten an. Kannst du dir vorstellen, wie das gerochen hat? Und wenn sie die Haare schneiden mussten, dann sind sie zum Koch gegangen. Der Koch war nämlich gleichzeitig der Friseur. Tja, da wissen sie jetzt ja, worauf sie sich eingelassen haben. Ja, Rinder treiben, kochen, Haare schneiden. Ja. Wärst du auch gern Cowgirl gewesen? Ja. Ja. Wolf kann wirklich gut mit Kindern umgehen, oder? Mhm. Entdeckt immer wieder neue Seiten an ihm, faszinierend. Aber fühlt es sich nicht trotzdem komisch für Sie an, bei dem Mann, der als Vater Ihres Sohnes nicht stattgefunden hat? Es ist schade, dass Timo ohne Vater aufgewachsen ist. Wir waren damals auch nicht so weit. Er nicht, ich nicht. Verstehe. Und wichtig ist, was wir jetzt haben. Hey, Cowboy. Willst du gleich mal rüber für ein Foto? Ja, die Runde noch, dann bin ich bei dir. Okay. Na? Na? So, ich lade schon mal ein paar Videos für die Stadtseite hoch.
Es kann nicht schaden, wenn die Leute sehen, dass ich hier mit anpacke. Ja, bestimmt. Carla hatte mich gefragt, ob ich kurz für sie bei der Grillstation einspringe. Es sind aber auch nur noch ein paar Wurst. Ich mach das kurz, ja? Du, sag mal, ich habe nur ein paar Videos vom Ponyreiten. Hast du irgendwas Schönes von der Grillstation? Und ob. Ich habe ein sehr lustiges Video von zwei Zwillingen in identisch gestreiften Ringelshirts, die erst zufrieden waren, als sie ihr identisch gestreiftes Eis hatten. Oh, das klingt perfekt. Gib mir dein Handy, ich lade es hoch. 15.09.93, ja? Hä? Mein Geburtstag, oh. PIN-Code. Ja, okay. Das ist ja ein tolles Passwort, Simon. Hauptsache einfach zu merken, oder? Mhm. Hi. Ja, das ist mein erstes Erfahrungsberichtsvideo zum Umgang mit psychoaktiven Pilzen und Selbstheilung bei Multiple Sklerose. Ehrlich gesagt habe ich gar keine Erfahrung mit Pilzen. Du verlogener Arsch. Von wegen, es gibt keine Beweise? Das ist doch kein Beweis, das ist doch so ein unzusammenhängendes, gestammeltes Zeug da. Das Simon, das ist ein Video mit Zeitstempel, auf dem du zu sehen bist, wie du diese Pilze nimmst und es auch noch kommentierst. Okay, so meinst du es. Was sollte dann dieser ganze Schwachsinn mit, es gibt keine Beweise? Ja, ich hatte einfach keinen Bock mehr auf die Diskussion. Und ganz ehrlich, dieses ganze Rumgestressen mit diesem Shitstorm ist völlig übertrieben. David, es tut mir leid, aber ich kann wirkliche Probleme mit der Polizei bekommen. Und ich hätte mich heute beinahe noch bei dir entschuldigt. Wie kannst du mir das antun? Du meinst es wirklich ernst mit der Wäscherei? Was? Jawohl. Aber unter einer Bedingung. Ich möchte hier in Lüneburg endlich einen Garten. Den habe ich mir immer schon gewünscht. Ja, den bekommst du. Versprochen. Es hat mir gefehlt. Ja, mir auch. Natürlich. Das ist doch immer das Gleiche. Das stimmt doch gar nicht. Und wieso müssen wir plötzlich so dringend miteinander reden? Es gibt doch gar keinen Grund. Ich habe mit einem anderen Mann geschlafen. Ist das Grund genug? Ich wollte das nicht. Es ist einfach so passiert. Ach komm, sowas passiert nicht einfach so. So kommen wir nicht weiter, ne? Ich kann das nicht ungeschehen machen. Ich auch nicht. Endgültig zerbrochen. Sie zwei sind so lange verheiratet. Da besteht doch eine große Bindung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wirklich alles vorbei ist. Ich habe alles kaputt gemacht.
Ich würde gerne eine Aussage machen. Um was geht es denn? Um den Leopardenalarm. Oder besser gesagt, um den falschen Leopardenalarm. Und vor allem, wie es dazu gekommen ist. Einen Moment bitte, der Kollege kommt gleich. Danke. Wollen Sie auch eine Aussage zur Leopardensichtung machen? Ja. Das heißt, nee, das... Nein, das hat sich erledigt. Das ist Simon Dahlmann, der Freund, von dem ich Ihnen erzählt habe. Verstehe. Darf ich Sie dann um Ihr Handy bitten? Darauf befinden sich Beweismittel, die Sie uns bisher vorenthalten haben. Komm rein. Danke. Na? Na? Ich wollte mich nochmal bei dir bedanken. Die Aktion heute war toll. So konnten die Kids aus Lillys Klasse die Performance doch noch sehen. Ja, das haben wir Lilly zu verdanken. Setz dich. Danke. Und ich bin froh, dass sie mich nicht gefragt hat, ob sie deinen Auftritt live streamen darf. Ich glaube, ich hätte es ihr sogar nicht erlaubt. Ach. Ich hätte wirklich mehr für deinen Auftritt kämpfen müssen. Weißt du was? Der Auftritt wird morgen früh nachgeholt. Echt? Ja, um 9 Uhr in der Aula. Es ist den Schülern bzw. den Eltern freigestellt, ob sie die Kids hinschicken oder nicht. Und wie kam das jetzt? Offenbar haben die Schülerinnen und Schüler, die die Performance verpasst haben, so massiv bei ihren Eltern protestiert, dass die dann nachgegeben haben. Gibt doch noch ein paar vernünftige Eltern. Die Bedenkenträger waren deutlich in der Minderheit. Das freut mich wirklich. Jetzt weißt du auch, warum ich so gerne in Schulen gehe. Willst du einen Tee? Kaffee. Gerne. So, ich bräuchte dringend noch ein bisschen was zu essen, bevor ich in die Nachtschicht gehe. Hat jemand Lust auf Pizza oder Nudeln? Den ganzen Würstchen, hast du noch Appetit? Ja, ich hab die ja gegrillt und nicht gegessen. Und diese tolle Zwiebelsuppe, von der alle geredet haben, die ist auch weg. Ja, leider. Dabei sollte ich checken, wie sie ankommt für Marvin. Naja, sie war ausverkauft, das spricht ja für sich. Das war ein richtig schönes Event. Ja, die Oberbürgermeisterin war auch ganz glücklich. Was, die war auch da? Oh Mist, die habe ich gar nicht gesehen. Dabei hätte ich so gern mit der geredet. Es gibt ja anscheinend doch Gegenwind gegen die Stadt der Zukunft. Was willst du machen? Aufklären. Ja, dass es wichtigere Dinge gibt als Parkplätze. Mhm. Und dass wir das zum Wohle aller machen. Vielleicht mache ich auch ein Event mit Vertretern der Stadt. Ja, um das Bewusstsein noch mal zu schärfen. Klingt gut. Würdest du das Catering machen? Okay, für einen guten Zweck, hä? Klar. Oh, danke. Ich müsste dann jetzt mal los. Ich gehe dann allein essen, oder? Ja, wir haben ja noch zu tun, aber danke für deinen spontanen Einsatz. Immer gern. War sehr lustig. Bis bald. Tschüss. 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 Dankeschön nochmal. Eine Sache noch. Ach, muss Liebe schön sein. Ja. 30 Jahre nicht gesehen. Und schwupp. Das ist Schicksal. Aber er muss bald wieder in die USA fliegen. Lieber eine kurze, aber glückliche Zeit als ein Alltag, der schleichend immer öder wird. Aber ich habe mich heute schon öfter bei dem Gedanken erwischt, dass ich es schön finde, wenn er bleibt. So, die letzten Familien sind los. Das war ganz schön anstrengend mit den kleinen Monstern. Ja, das hast du sehr gut gemacht mit den kleinen Monstern. Ich muss auch los. Marvin wartet auf meinen Bericht. Und in der Gärtnerei ist noch Papierkram wieder liegen geblieben. Wir reden dann noch mal wegen des Events, ja? Ja. Bis dann. Ciao.
Ich kann es gar nicht glauben, dass du bald in die USA zurück musst. Warum kommst du nicht mit? Ich finde, das ist eine gute Idee. Lass uns doch zusammen nach Amerika gehen. Simon, ich hatte keine Wahl. Du hast mich dermaßen hintergangen. Ich dachte, wir wären Freunde. Wie konntest du mich so belügen? Freunde? Ich dachte, Freunde vertrauen einander. Freunde rennen doch nicht gleich zur Polizei, oder? Du redest von Vertrauen? Ja, ich wäre im nächsten Moment bei der Polizei gewesen. Ich war da, wollte mich anzeigen. Da hattest du mich doch schon denunziert. Ja, Simon, der tragische Held mit verkannter edler Absicht, oder wie? Boah, das ist krass, Alter. Dir bedeutet unsere Freundschaft gar nichts mehr, oder? Das ist Schwachsinn und das weißt du. Was wir beide alles durchgemacht haben. Ich dachte, wir sind beste Freunde. Ja, das dachte ich auch. Du hast doch selber begriffen, dass du missgebaut hast. Deshalb warst du doch bei der Polizei. Also warum jetzt dieses Theater? Ich verstehe es nicht. Weshalb dieses ganze Theater? Weil du mich angezeigt hast, Mann. Verstehst du das noch? Du hast mich angezeigt. Weißt du, was das Absurdeste daran ist? Du findest es völlig normal. Das ist völlig in Ordnung für dich. Du checkst es nicht. Du checkst gar nichts mehr. Gar nichts. Absicht. Ich hätte vielleicht besser klingeln sollen. Ist es dir lieber, wenn ich den Schlüssel abgebe? Nein. Ich bin gekommen, weil ich möchte nicht mehr streiten. Schaffen wir das denn? Lass uns es wenigstens versuchen. Magst du dich setzen? Keine Ahnung, wie das alles so weit kommen konnte. Wir haben die Warnhinweise gesehen. Und wir haben uns trotzdem nicht wirklich um unsere Beziehung gekümmert. Ich bin so traurig und so wütend, dass wir uns so verletzt haben. Sehr verletzt. Judith, ich will dich nicht verlieren. Nicht aufgeben. Lass uns einen Neuanfang versuchen. Heute die Präsentation in der Gärtnerei. Stadt der Zukunft. Mhm. Das klingt spannend. Da wäre ich ja gern dabei. Nee. Du wirst wahrscheinlich nicht mal den Polizeieinsatz zahlen müssen. Soll ich auf die Knie gehen? Vielen Dank, großer David Wagner, dass Sie mich vor diesem Riesenschlamassel bewahrt haben, Alter. Als du mich gefragt hast, ob ich mitkomme, hast du das ernst gemeint? Ja, natürlich. Denkst du darüber nach? Ich finde schon einen Weg, da aufzuschlagen. Bloß nicht. Simon, jetzt komm mal runter. Weißt du was? Hau ab. Wie bitte? Hau ab! Da ist eine Tür, kannst du rausgehen, machst die Tür zu, bist du weg.